Wir haben das Thema Mommies und das hier ist unser Erklärvideo dazu. Viel Spaß! Smommy ist ein zusammengesetztes Wort aus Smartphone und Zombie. Es wird eingesetzt, wenn Jugendliche dauerhaft am Handy beschäftigt sind. In manchen Ländern wurden auch schon Bodenampeln eingeführt, die auch Bompeln genannt werden. Zusammengesetzt von Boden und Ampel. Ende 2010 wurden die ersten Bodenampeln in Frankfurt am Main installiert. Bodenampeln werden dazu benutzt, dass Leute, die auf ihr Handy schauen, trotzdem mitbekommen, wenn es rot oder grün ist. In Augsburg 2015 ist ein 15-jähriges Mädchen umgekommen. Sie wurde von einer S-Bahn erfasst, als sie aufs Handy geschaut und mit Kopfhörern laut Musik gehört hatte. Auch in China, in der Millionenstadt Chongqing, wurde ein Gehweg ausschließlich für Handynutzer eröffnet. Der 50 Meter lange Gehweg ist in zwei Hälften aufgeteilt. Auf der rechten Seite kann man das Handy benutzen und auf der linken sollte man das lieber nicht. In Hongkong heißen sie Dao Tao Yuk, The Head Down Tribe auf Englisch. Den Blick auf das Smartphone gerichtet, mit den Gedanken ganz in der anderen Welt. So laufen viele Kinder wie Zombies von der Schule nach Hause. Die neue App, Smommy Guard, soll Kinder im Straßenverkehr schützen. Die App will das Schlimmste verhindern, indem sie Alarm schlägt, wenn das Smartphone beim Gehen genutzt wird und der Anwender zum Smommy mutiert. Auch bei Autofahren kann die App für mehr Sicherheit sorgen, indem sie beim Fahren das Display blockiert. Das war unser Erklärvideo zu Smommies. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen.